Okay, das ist es anscheinend schon. Dann sage ich an dieser Stelle schon mal Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Surprise Sunday. Herzlich willkommen zu Castlevania 2 Simon's Quest. Ich push jetzt mal Start. Na, das klingt doch definitiv schon um einiges besser. Ich will mal nicht so lange warten lassen, ja? GameStar, Player 3. Hi. Moment, warte. Mit B, okay. First thing to do in this town is buy a white crystal, sagt dieser eine Mensch da. Castlevania 2, tatsächlich so eine Urform von Open World, Metroidvania, schon so ein bisschen. Ich kann da nicht rein. Wir haben ja diverse Dörfer, in denen wir uns bewegen, wo wir mit den Dorfbewohnern sprechen können. 13 Clues will solve Dracula's Riddle. Aber Castlevania 2 ist berühmt dafür, dass die Hinweise, die die Dorfbewohner unter anderem so geben, absoluter Bullshit sind und dein Spiel darf überhaupt nicht weiterbringen. Erwarte doch nicht, dass ich dieses Spiel durchspiele. Doch hier irgendwo auch mal rein können. So, wir können natürlich nicht schwimmen. You have a friend in the town of Aldra. Go and see him. Mein Freund in der Stadt Aldra. Okay, ich habe aber keine Ahnung, wo Aldra ist. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal voll aufs Maul kriegen hier. Ja, was haltet ihr von dem Vorschlag, dass ich vielleicht nicht da lang gehe? Hier, da kommen wir schon rein. Was bist du denn für einer? Rumor has it, the ferryman at Dead River loves garlic. Ja, das ist ein Hinweis, der tatsächlich wichtig ist, weil Knoblauch brauchen wir tatsächlich, um diesen Fluss da zu überqueren. So, wer bist du? Dornenwhip kaufen. Für 100? Wie viel haben wir überhaupt? Kann ich das irgendwo anzeigen lassen? 50 haben wir. Okay. Ja, aber die Dornenwhip ist auf Dauer gesehen wahrscheinlich gar nicht so dumm. Muss man ein bisschen aufpassen. Es gibt einen Tag-Nacht-Wechsel. Und welches Ende wir letztendlich in diesem Spiel kriegen, das hängt so ein bisschen davon ab. Ja, ohne Worte. Jetzt haben wir zumindest wieder volle Power. Welches Ende wir in diesem Spiel letztendlich kriegen, hängt davon ab. Wie schnell wir es durchspielen. Da oben ist noch ein Raum, da können wir nochmal reingehen. Und da ist der erste Tag-Nacht-Wechsel. So, und jetzt sind hier keine Dorfbewohner mehr unterwegs, sondern Ghule oder was auch immer. Jetzt kann ich auch keine Ortschaften betreten hier. So, die sind aber wunderbar geeignet, um zu farmen. Was genau das ist, was ich jetzt hier so ein bisschen machen werde. Damit wir uns dann für 100 diese andere Peitsche leisten können. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes erstes Upgrade. Ja, auch hier gilt natürlich wieder, schreibt ruhig eure Gedanken in die Comments. Schreibt auch, ob ihr noch mehr von diesem Spiel sehen wollt. Prinzipiell hätte ich auch kein Problem damit, das erste Castlevania nochmal zu spielen. Aber eigentlich theoretisch auch der Plan für heute tatsächlich. Aber hab mich dann spontan umentschieden, weil ich irgendwie wir sammeln auch Erfahrungspunkte, ne? Ich weiß zwar nicht genau, was das bringt, aber ja, guck mal, jetzt haben wir jetzt haben wir 18 Punkte, okay.
Sammeln nur Erfahrungspunkte, wenn wir Herzen sammeln? Das ist ja doof. 21 ist doch Erfahrung, ne? Ich muss auf jeden Fall ein bisschen aufpassen und vielleicht auch mal mit Safe-Stats arbeiten, weil ich will kein komplettes Game Over kriegen im Spielstand. Es gibt prinzipiell bei Surprise Sunday immer die Möglichkeit, um nochmal darauf zurückzukommen, wenn wir hier ein bisschen farmen. Für diejenigen, die sich vielleicht, die vielleicht lieber das klassische Castlevania nochmal gesehen haben oder so. Es gibt immer die Möglichkeit, zu spielen, was ihr wollt, auch zu alten Titeln zurückzukehren. Prinzipiell ist der Plan, so nach und nach bei so einer Reihe dann auch die Entwicklung der Spiele untereinander zu zeigen, zumindest da, wo es mir möglich ist, weil ich Zugriff auf die Spiele habe. Also auch so nach und nach ein paar spätere Castlevania-Spiele dann letztendlich zu spielen und solche Geschichten. Surprise Sunday ist theoretisch, nicht dazu gedacht, so ein Spiel tatsächlich durchzuspielen, sondern mehr so, ja, ich habe da gerade mal Bock drauf, lass mal wieder was machen. Wobei die Option natürlich immer besteht, auf ein Let's Play abzugraden. Das haben wir mit Doom Eternal gemacht. Das machen wir theoretisch gerade mit Legend of Zelda. Das können wir gerne auch mit irgendeinem Castlevania-Titel machen. Nur ihr müsst es mir halt auch mitteilen, dass ihr da Interesse habt. Und auch dann, ich kann es nicht garantieren, ja, wenn mich irgendein Spiel zu sehr abfuckt, kann ich nicht garantieren, dass ich tatsächlich versuche, es durchzuspielen. Ja, das also hier, Castlevania 2. Das erste Spiel mit Metroidvania-Elementen, die ja später für die Castlevania-Reihe sehr definierend dann geworden sind. Ne? Wie viel haben wir jetzt? 142? Dann holen wir uns jetzt hier erstmal... Hier ist die Kirche, okay. Wo gab es denn diese Peitsche zu holen? Was bist du für einer? Der verkauft einen weißen Kristall für 50. Das Problem ist, den brauchen wir. Aber ich sag trotzdem erstmal nein. Denn es ist mir gerade wichtiger. Holy Water. Holy Water brauchen wir auch. Ja, da brauchen wir insgesamt schon mal 200. Und jetzt gerade ist es mir tatsächlich am wichtigsten, diese Peitsche zu kaufen. Ich weiß gerade nur nicht mehr genau, wo der Laden dafür war. Also müssen wir ein bisschen rumsuchen. Wenn wir das Spiel tatsächlich durchspielen sollten, dann würden wir wahrscheinlich das schlechteste Ende kriegen, weil ich garantiert viel länger bräuchte, als vom Spiel angedacht ist. So, hier, Thorn Whip. Ja klar, her damit. Ja! So, Thorn Whip. Jetzt haben wir aber weder fürs Holy Water noch für den White Crystal genug Geld. Was steht hier drauf? Ich weiß, was da steht. Spring mit A, du Idiot! Steht da. Ja, jetzt sind wir schon an dem Punkt. Da muss ich mir Speicherpunkt erstellen, weil ich nicht weiß, was passiert, wenn wir sterben. So, ich habe jetzt einen Speicherpunkt erstellt. Jetzt gucken wir einfach mal. Wenn ich Continue mache. Null Erfahrung, null. Ja, okay, das hatte ich befürchtet. Wer macht denn auch Springen auf A? Welcher Idiot. Dun, dun, dun. Okay, einfach ducken. Einfach ducken funktioniert auch nicht. Okay. So, wir hatten hier irgendwo die Kirche. Das einfachste Farm ist tatsächlich, glaube ich, in den... Das ist mir zu riskant. In der Kirche können wir uns für Umme
wieder hochheilen lassen. So, ich will auf jeden Fall noch Holy Water und diesen White Crystal. Brauchen wir beides. Das bedeutet, dass wir uns hier noch ein bisschen in dieser Stadt aufhalten müssen. Innerhalb von Gebäuden, das gilt tatsächlich auch für die Dungeons, ist die Zeit übrigens angehalten. Da gibt es keinen Tag-Nacht-Wechsel. So, jetzt haben wir noch 8. So, wir gucken einfach mal in die andere Richtung, was sich da außerhalb des Dorfes befindet. Monster, die man vielleicht ein bisschen einfacher farmen kann. Und die droppen ganze Herzen. Dann gehen wir auf 12 hoch. Ja, im Moment besteht das Spiel viel aus hin und her rennen und farmen. Ich will halt auch alle Gegenstände haben, die man so kaufen kann. Ich könnte theoretisch in einen von den Dungeons gehen und da farmen, damit die Zeit nicht voranschreitet. Aber ich lege ehrlich gesagt keinen großen Wert auf das beste Ende. Vor allem, weil... Konami ist das hier, ne? Ich bin gerade echt nicht sicher. Die haben es geschafft, das Ende zu botchen. Sie haben einen Fehler drin, dass dir das falsche Ende angezeigt wird. Ich glaube, wenn du die Bedingungen für das beste Ende erreicht hast, dann kriegst du das mittlere Ende. Beim mittleren Ende hast du das schlechteste und das schlechteste ist das beste oder irgendwie sowas in der Art. Okay, da war gerade ein Level up. Was wir jetzt natürlich auch machen könnten, ist in die Stadt zurückgehen. Und hier mit den Ghoulen farmen, das ist wahrscheinlich sogar noch einfacher. Die töten wir jetzt nämlich tatsächlich in einem Schlag. Wir brauchen ja nur die 50 Herzen. Und wir können das Ganze eh erst kaufen, wenn es wieder Tag wird. Und dann könnten wir gleich mal probieren, ob der Einsatz von Holy Water oder halt allgemein von Sekundärwaffen in Castlevania 2 auch Herzen kostet, so wie in Castlevania 1. Ist jetzt nicht so super spektakulär, ne, was wir hier bisher gemacht haben, aber das ist halt alles Vorbereitung für später. Besser, wenn man das gleich am Anfang macht, damit man später nicht mehr so viel farmen muss, wenn die Gegner stärker sind. Ich halte ehrlich gesagt die Chancen, dieses Spiel hier durchzuspielen, für um einiges höher als beim ersten Castlevania. Also was von meinem Skill-Level her, ne? Nicht, so vom Gefühl her ist Castlevania 2 einfacher als der erste Teil. Ich habe halt auch keine Ahnung, was dieses Level abgebracht hat. Wenn irgendeiner da Informationen hat, dann würde mich das echt interessieren. Das überhaupt irgendwas beeinflusst. The morning sun has vanquished the horrible night. Ich habe auch keine Ahnung, ob wir irgendwie so ein hartes Zeitlimit auch haben.
Viel Geld haben wir. 158. Boah, das hat sich ja richtig gelohnt. Dann haben wir mal Holy Water. Können wir jetzt auch ausrüsten. So, wir haben jetzt 108. Nein, ich habe schon Holy Water. Das ist auch ausgerüstet. Jetzt kann ich wieder... Machen wir noch 100 ab. Jetzt kann ich hier mit Holy Water quasi immer nach irgendwelchen unsichtbaren Fallgruben oder sowas suchen. Was vor allem in den Dungeons durchaus hilfreich ist. So, ich nutze diesen Moment, um hier nochmal einen Speicherpunkt zu erstellen. Wir haben ja gesehen, es ist nicht so schlimm, wenn wir sterben. Wir verlieren nur unseren Level und unsere Herzen, aber das muss ja nicht sein, oder? Ja, der Abschnitt hier ist relativ einfach. Das ist wahrscheinlich der, von dem es gedacht ist, dass ich damit anfange. Und so reist man jetzt hier also durch die Welt. Und versucht, bestimmte Items einzusammeln. Nein! Ah ne, mein Level behalte ich. Ich verliere noch sämtliche Herzen. Das ist eigentlich, nee. Nee. Ja, sorry, dass ihr das jetzt alles nochmal sehen müsst. Ich finde das Safe-State-System auf der Wii U tatsächlich auch relativ umständlich. Im Vergleich zum zu Sega zum Beispiel. Ja, auf Steam. Haben wir nur Taste gedrückt halten und fertig. So, hier speichere ich nochmal. Wie lange machen wir schon? 18 Minuten? Ja, wir können noch ein bisschen. Ja, solche Situationen zum Beispiel ist einfach nur arschig. Es gab nichts, was ich hätte tun können. Na gut, ich hätte Holy Water schmeißen können. Im Nachhinein überlegt. Diese Fischmenschen sind echte Arschlöcher. Noch einer, ey. Warum hat er denn jetzt nicht geschlagen, verdammt? Jetzt bin ich aber langsam ein bisschen angepisst. Teilweise schon so ein bisschen arschig hier. Sagen wir, warten einfach, bis der wieder weg ist hier, genau. Dann sehen wir zu, dass wir so schnell wie möglich von diesem scheiß Wasser wegkommen. Ja, ich liebe diese Musik. Irgendwie kommen wir doch da unten hin. Hier können wir dahin. Die Frage ist, ob wir das wollen. Ich weiß echt nicht, wie der aktuell geplante Weg aussieht. Es gibt hier halt diverse
Wege, die wir gerade gehen könnten. Die Pampe da, die ist nicht instant tödlich. Die macht uns nur jedes Mal Schaden, wenn wir da rein pitchen. Deswegen bin ich mir gerade nicht sicher, ob das so eine gute Idee ist, hier oben weiterzugehen. Sowas ist halt auch dreckig, ne? Diese Musik, das ist für mich Castlevania. So, hier hätten wir jetzt einen Dungeon. Na gut, wir können da reingehen. Ja, sieht hier unbedingt so aus, als ob ich hier sein will. Ich glaube, wir machen hier nochmal einen Speicherpunkt. So, und das ist, meine ich, der Punkt, wo wir den White Crystal brauchen, genau. Wenn der uns den nämlich zeigt, dass es da noch eine Plattform gibt, die wir sonst nicht sehen könnten. Komm her, du. Beiß dir in die Wade. So. Ich bin gerade so... Ich weiß, ich bin übernervös, was das angeht. Die Uhrzeit und das Datum stimmen übrigens nicht, die da stehen. Das ist meine Wii U, glaube ich, nicht richtig eingestellt. Achso, das ist jetzt übrigens so der Punkt... wo es Sinn macht, na komm her, den Boden auch mal hier mit Weihwasser zu kontrollieren. Das war sehr dumm von mir. Vielleicht auch Heilung. So, was wir brauchen in diesen Dungeons. Wir sind sowas von am Arsch gerade. Wir sind sowas von am Arsch. Ich glaube, wir gehen einfach, wir gehen nochmal wieder. Ich muss erstmal in die Stadt, ich muss mich erstmal heilen. Und dann gehen wir da ganz anders an die Sache ran. Ja, ich kann natürlich auch einfach springen, wenn ich eigentlich zuschlagen will. Wie man sieht, funktioniert das auch. Nicht gut, aber irgendwie funktioniert's. Na, die Frage ist jetzt, welche Stadt erreichen wir denn, ohne dass wir einmal Schaden nehmen? Ach Gott. Drückt mir die Daumen. Ich will jetzt meine ganzen Herzen nicht verlieren. Aber hier hinten müsste ja irgendwo eine Stadt kommen. Ja, das Problem ist nur, dass wir natürlich jetzt nachts unterwegs sind. Und da wird es potenziell richtig arschig. Jetzt sind die Monster nämlich um einiges stärker als vorher. Ich darf mich nicht treffen lassen. Wenn wir Glück haben, ist hier jetzt eine Stadt. Natürlich haben wir kein Glück. Ah, Spinnen, die ihre Rotze auf mich schießen. Einmal versuche ich es noch. Ich sollte vielleicht einfach in die andere Richtung gehen, ne?
Da wissen wir wenigstens, dass die Gegner nicht stark sind. Die sind nur nervig. Fledermausflucht! So, gucken wir nochmal, was wir erreichen können. Natürlich vorzugsweise ohne getroffen zu werden. Ich werde jetzt häufiger mal safe staten. So, ich möchte tatsächlich eigentlich nur noch in die Stadt zurück. Kommen wir mit den Tasten durcheinander, das ist nicht gut. Haben wir heute eine kleine Exkursion gemacht, haben uns... Alter, wie arschig! Das war schon ein bisschen arschig, oder? Wenn man dann so dumm ist wie ich... in der Lage ist zu springen, macht es das nicht besser. So, jetzt weiß ich ja, dass der kommt. Das heißt, wir speichern hier nochmal ab. Dann ist es, glaube ich, gar nicht mehr so weit bis, bis zur Stadt, ne? Ja, wir müssen hier an der Scheißpassage noch vorbei, aber die ist von dieser Seite aus vielleicht einfacher. Wobei wahrscheinlich nicht. Leute, ich will nicht mehr. Weg da, und dann despawnt er nämlich. Oh, war das gut oder was? Okay, vor dem Bildschirmwechsel hier nochmal speichern. Falls wir wieder in so ein scheiß Skelett reinrennen. Ja, wollte er uns nämlich schon wieder verknusten hier. Gefährlich wird es immer dann, wenn ich A und B verwechsle. Und dann schlage statt zu springen oder umgekehrt. Da habe ich nicht mit gerechnet. Dass der jetzt zwei Schläge aushält, da habe ich nicht mit gerechnet. Ich will jetzt mit euch noch zurück in die Stadt, das merkt ihr, ne? Ich will, dass wir die Folge mit vollem Health beenden hier. Wir sind jetzt fast da. Wirklich, wir sind fast da, Leute. Jetzt noch ein, zwei von diesen Wölfen. Und da haben wir es geschafft. Ja, gut. Das müssen wir noch kurz mit den Ghoulen auseinandersetzen. Aber das ist ja nicht das Problem. Die Nacht müsste eigentlich auch gleich vorbei sein. Dann können wir schon mal in Richtung Kirche gehen. Nicht von sowas noch hier töten lassen. Und da haben wir auch die Nacht überlebt. Wunderbar. Jetzt gehen wir uns noch heilen. Dann soll es das auch für heute gewesen sein. Ja, das ist ein kurzer Einblick in Castlevania Simon's Quest gewesen. Kannst ja mal... hier was Verstecktes. Na egal.
Ja, wir knien nieder und beten und wundern uns und fragen uns, ob es vielleicht irgendwann nochmal eine weitere Folge Castlevania 2 geben wird. Die Entscheidung liegt unter anderem auch bei euch. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen. Bis dann.